Guten Abend miteinander. Ich begrüße euch zu dieser Informationsveranstaltung zur Fusion oder zur geplanten Fusion von der Feuerwehren Wartau, Sevelen und Bux. Ich sehe, da haben wir praktisch alles feuerwehraffine Leute hier drin. Also für die meisten wird das nicht etwas Neues sein. Schön, dass ihr da seid. Der Ralf Dietschi führt uns und moderiert uns durch den Abend durch. Und ich würde jetzt gerne dir das Wort geben, Ralf. Bis so gut. Zuerst wird Ihnen der Marcel Senn, er ist Kommandant von der Feuerwehr Bux, kurz aufzeigen, wie es überhaupt zur Abstimmungsvorlage gekommen ist und wieso, dass die drei Feuerwehren Bux, Sevelen und Wartau sollen zusammengeschlossen werden. Ja, ich darf in den nächsten paar Minuten euch erklären, wie sind wir überhaupt zu diesen Abstimmungsvorlagen, die ja schon online sind auf zwei Gemeinden, wie sind wir dorthin gekommen, wie sind wir zu den Überlegungen gekommen, dass das der richtige Weg ist. Als erstes und vorneweg, wenn wir sagen, alle drei Feuerwehren sind gesund, sie sind 100% einsatzfähig, wir haben eine gute, gesunde Struktur in Material, in Leute, die fähig sind, um dort den Einsatz und die Aufgabe, die wir haben, zu erfüllen. Doch sind Veränderungen in der Zukunft klar ersichtlich. Der Wohnort ist nur der Arbeitsort. Also man verweilt viel weniger an dem Ort, wo man jetzt bis jetzt eine Feuerwehr gemacht hat. Man ist mehr weg. Dann ist auch so natürlich, dass Verfügbarkeit, Tagesverfügbarkeit von der Feuerwehr Männer und Frauen natürlich nicht gegeben ist. Also dort haben wir in der Zukunft, werden wir dort sicher ein Problem kriegen. Wie auch auf der Suche nach Kadermitgliedern in der Feuerwehr ist in den nächsten Jahren sicher erschwert. Die Aufgabe der Feuerwehr haben sich in allen Stufen in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren komplett verändert. Sei es bei der Mannschaft, wie ich gesagt habe, man wohnt nur dort, wo man arbeitet. Sei es beim Kommandant, beim Kader, bei den Offizieren, das hat sich verändert. Auch die ganze Gebäudetechnik, wir sind hier in einer sehr modernen Halle, die werden grösser, die werden komplexer. Die Antriebsart der Fahrzeuge beschäftigt uns auch immer wieder oder immer wie neu. Das heisst, Feuerwehrler müssen viel besser geschult sein. Wir haben nicht nur das Feuer, wie wir es vorher hatten, sondern wir haben jetzt so komplexere Angelegenheiten. Und das hat uns nachher bewogen, um das zu überlegen. Die Überprüfung ist so abgegangen, dass im Frühling 2017, ihr seht, wir sind relativ lang schon dran, das ist ja, dass wir Zeit hatten, um das wirklich richtig anzuschauen, ist der Kommandant Simon Stauffacher auf uns zugekommen, auf Sevelen und auf Bux. Und wir haben dort die ersten Gespräche geführt, um eine vertiefte Zusammenarbeit zu überprüfen. Wir sind begeistert und haben gesagt, mal, das könnten wir machen. Wir haben noch nicht gewusst, wohin es der Weg geht. Wir haben nicht gewusst, wir sind jetzt das vielleicht 5 Gespräche und nachher ist das vorbei. Oder ist es das, was wir jetzt haben? Unsere Überlegungen haben wir dann den 3 Feuerschutzkommissionen und dem Stadtpräsidenten und den 2 Gemeindepräsidenten vorgelegt. Und haben nachher von ihnen ein Art Go gekriegt, dass wir können die Überprüfungen vorwärts treiben. Eine von den ersten Aufgaben war, dass wir unsere eigene Organisation einmal durchleuchten und einmal eine Auslegeordnung machen. Wie sieht das aus und wo könnten wir mögliche Synergien nutzen und wo geht es auf den ersten Anhieb, kann man keine Synergie nutzen oder es geht vielleicht gar nicht. Im Ergebnis von dieser Auslegeordnung sind wir dann darauf gekommen, dass alle drei Organisationen etwa die gleiche Aufgabenstellung jetzt und heute haben, wie aber auch in der Zukunft haben. Wir sind dann in die Phase 2 gegangen, wo wir eine Erarbeitung der Grobstrukturen und vielleicht schon erste Lösungsansätze versucht haben, zum herauszufinden. Haben wir ein grosses Projektteam dann zusammengestellt, und wir haben einen Fragenkatalog zusammen
miteinander erarbeitet. Das Ziel von dem Fragenkatalog war nachher, dass wir zu anderen Feuerwehren, weil wir sind nicht die drei einzigen und ersten Feuerwehren bei uns im Kanton oder schweizweit, die so einen Weg machen wollen. Und wir haben gesagt, wir wollen zu diesen Feuerwehren und wollen ihnen allen die gleichen Fragen stellen, dass wir das nachher auch können, miteinander vergleichen können. Wir haben den Fragenkatalog zusammengestellt und sind in zu vier Feuerwehren. Das ist einmal die Feuerwehr Pizol, die nicht so weit weg ist. Wir sind einmal ausserkantonal tiefer Bühler Geis. Dann sind wir Mittelrheintal anschauen und einmal nochmal ausserkantonal Glarus. Wir haben von ihnen wissen, wie es bei ihnen gegangen ist, was haben ihr für Gefahren gehabt, was haben ihr aber auch für Chancen gehabt bei dieser ganzen Geschichte. Nach den Befragungen haben wir viel Wissen von den verschiedensten Feuerwehren mitnehmen können. Und die haben viele Sachen uns auf den Weg mitgegeben. Sehr viele Erfahrungen, die sie gemacht haben. Bei den anderen ist das ohne Probleme gegangen, weil es vielleicht von der Politik, nicht von der Politik, sondern von unten ausgekommen ist. Von der anderen Seite ist es vielleicht von der Politik hergekommen, dort ist es vielleicht ein bisschen erschwert gewesen. Eine grosse Sache, die wir daraus gelernt haben, jede Feuerwehr gibt es noch. Also die haben nicht irgendwie nochmal einen Schritt zurück, die arbeiten immer noch so. Also wir können viele positive Erfahrungen mitnehmen, aber haben natürlich auch Gefahren gesehen von ihnen, die sie aus diesen Erfahrungen können mitbringen können. Aus dieser Erarbeitung haben wir dann nachher können drei Lösungsansätze für unsere Zusammenarbeit zusammenstellen. Eine war, es bleibt so, wie es ist, so wie es jetzt ist. Es sind drei einzelne Feuerwehren. Das zweite war eine vertiefte Zusammenarbeit im Bereich Ausbildung, Weiterbildung, Materialbeschaffung. Das konnte man mit kleinen Schriftlichkeiten regeln. Und die dritte Variante, die wir im Projektausschuss vorgestellt haben, ist ein Zusammenschluss von diesen drei Organisationen. Aber wir haben dort noch keine geeignete Rechtsform gehabt. Also wir haben noch nicht gewusst, wie sieht das Konstrukt nachher in einer Rechtsform aus. Weil das sollte dann auch passen. Es sollte nicht einfach nur die drei Kommandanten zusammenhocken und da in einem Bier nachher entscheiden, ja, es ist so, sondern es muss ja eine Grundlage im Hintergrund sein. Der Projektausschuss hat nachher gesagt, ja, wir dürfen die Rechtsformen ausarbeiten. Das war dann nachher in der Phase 4 gewesen. Und wir haben nachher dann drei verschiedene Sachen mit einem Dr. Buchali, Anwalt, die Sachen ausgearbeitet. Welche sind die besten Varianten? Eins wäre eine öffentliche rechtliche eine Arbeitsvereinbarung, ein öffentliche rechtliches Gemeindeunternehmen und der Zweckverband. Das sind die drei, die wir genauer angeschaut haben. Es gibt andere Sachen, die man noch machen könnte, aber wir haben das Gefühl, das sind die drei, die uns am besten ermöglichen, um den Verband zu gründen oder die Zusammenarbeit zu gründen. Der Projektausschuss hat nachher dann entschieden, dass für uns der Zweckverband die tauglichste Variante ist. Die ist auch die im Kanton St. Gallen am meisten verbreitet ist. Nicht nur jetzt bei den Feuerwehren, sondern es gibt ganz andere Abwasserverbände. Es gibt verschiedenste, wo man auch in den Unterlagen kann man das nachlesen, welche, welche Vereine schon Zweckverbände haben. Herzlichen Dank, Marcel Sinn. Gibt es gerade noch dringende Verständnisfragen an Marcel Sinn? Alles klar, sonst haben Sie nachher die Möglichkeit, in der Fragerunde, in der Podiumsdiskussion, Ihre Fragen noch zu stellen. Herzlichen Dank. Dann darf ich jetzt das Wort Daniel Gut geben. Er wird Ihnen aufzeigen, über was dass Sie an der Bürgerversammlung denn abstimmen werden. Also der Zweckverband, den Marcel Sen jetzt gesagt hat, der sich als geeignetste Organisationsform gezeigt hat,
Zweckverbände sind eigentlich immer etwa gleich aufgebaut. Oberstes Organ ist die Delegiertenversammlung von so einem Zweckverband. Und dann gibt es nachher als operatives Organ einen Verwaltungsrat. Und der Verwaltungsrat wiederum hat nachher die Leute, die wirklich arbeiten. Kommandant, Angehörige, Mitarbeitende. Dann gibt es noch eine Kontrollstelle, die es auch braucht bei jedem Zweckverband. Weil Zweckverband ist ja etwas, wo quasi Sachen, Aufgaben von den Bürgern ein bisschen wegnimmt und delegiert an den Zweckverband. Und darum braucht es natürlich einerseits bei der Delegiertenversammlung indirekt einen gewissen Einfluss von der Bürgerschaft. Und es braucht andererseits eine Kontrollstelle, die Gewähr bietet, dass die ganzen Aufgaben korrekt erfüllt werden einerseits und andererseits, dass mit den Finanzen sorgfältig und korrekt umgegangen wird. Gut, wie setzen sich jetzt die Gremien zusammen? Delegiertenversammlung als oberstes Organ. Delegiertenversammlung setzt sich aus 2 Mitglieder je von Wartau und Zevelen zusammen und sie setzt sich zusammen aus 4 Mitgliedern von der Stadt Buchs. Bei der Stadt Buchs ist auch das Präsidium. Wir kommen nachher noch darauf, warum das alle einverstanden gewesen sind, dass das so aussieht. Das Delegiertenversammlung, die sich einmal jährlich in der Regel trifft. Es gibt eine ordentliche Delegiertenversammlung. An dieser Delegiertenversammlung werden die üblichen Geschäfte bearbeitet, so wie sie es eigentlich von den Bürgerversammlungen kennen. Also Budget, Rechnung und grössere Einzelgeschäfte. Dann der Verwaltungsrat, der trifft sich je nach Geschäftslage natürlich häufiger, in regelmäßigen Abständen. Der setzt sich aus 4 Mitgliedern zusammen, also da haben wir 8 Leute. Im Verwaltungsrat sind es 4 Leute und da ist eigentlich das Verhältnis zwischen den 3 Gemeinden das gleiche. Warum sieht es jetzt so aus, als würde Buchs das vollständig dominieren? Werden wir ja selbstverständlich nicht, aber theoretisch ist es natürlich so, dass man das könnte. Und das ist der Grund, ist eigentlich im Kostenschlüssel, den der Verein hat, der Zweckverband hat. Wir tun den nach Einwohner, wo immer vom Vorjahr her geschaut wird, wie ist der Schlüssel, also für Kosten, die für das Folgejahr entstehen, passieren, auf dem Dezember vom Vorjahr. Und wir haben jetzt einmal für das, für den ersten Schritt, nämlich die Bildung vom Zweckverband, haben wir den 31. Dezember 2018 als Basis genommen. Und da ist es so, dass Buchs rund 55% von den Einwohnern hat und auch daran zahlen muss an den Verband. Und 22% und 23% sind von Wartau und von Seewellen. Jetzt ist ja am Anfang, hat man 3 eigenständige Feuerwehren und die soll man zusammenführen. Und da braucht es also zuerst einmal quasi die bestehenden Fahrzeuge zum Beispiel und dann eine ganze Schwette von sonstigem Material, wo eigentlich von den einzelnen Feuerwehren in Zweckverband überführt wird. Im Prinzip am Gründungstag. Also wenn ihr alle zustimmt an den Bürgerversammlungen, dann nachher wird das am 1. Januar 2021 der Fall sein. Jetzt, wir haben uns entschieden, dass wir nicht einfach alles zusammen, also jede Putzlumpen und weiss ich was, alles auch noch bewertet, sondern dass wir für die Gründung eigentlich nur die grossen Posten bewertet und das sind im Wesentlichen die Fahrzeuge. Dass man also sagt, Fahrzeuge tut man bewerten nach dem Zeitwert, den jede Feuerwehr hat, das weiss man, was die wert sind. Und nachher tut man das überführen. Und das passiert so. Da ist der Zeitwert von diesen Fahrzeugen. Also wir haben in Buchs 1,7 Millionen Franken Zeitwert bei unserem Fahrzeug. Park Wartau 250'000, Seewellen 185'000 Franken.
Zusammen gibt ihm das knapp 2,2 Millionen Franken, die der Wert ist. Wenn wir jetzt hier den Kostenschlüssel anwenden, das ist 100% die 2,2 Millionen. Und nachher die 54, 23, 22% nimmt, dann gibt es nachher diese Beträge. Das heisst mit anderen Worten, beim Übergang vom 31. Dezember von diesem Jahr auf den 1. Januar, auf den Gründungstag vom Zweckverband, wird Seewelle 295'000 Franken aus der Feuerschutzreserve Seewelle auf Buchs zahlen. Wartau wird 255'000 Franken aus seiner Feuerschutzreserve in die Feuerschutzreserve von Buchs zahlen. Dann sind quasi die Mitgiften, die man gebracht hat, untereinander ausgeglichen. Also damals ist auf einem relativ robusten Maßstab gemacht worden, weil es gibt natürlich theoretisch noch ganz viel anderes Material, das man auch noch bewerten kann. Haben wir aber gefunden, das ist eigentlich nicht der Wert. Wenn man dann den Übertritt gemacht hat und miteinander einen Zweckverband sind, dann nachher haben wir nach... Also es sind Planzahlen, da muss man einfach sich bewusst sein. Ihr kennt ja das System Finanzplan, da schätzt man relativ weit raus mit relativ grosser Ungenauigkeit. Aber nach bestem Wissen und Gewissen haben die drei Kommandanten einmal ausgerechnet, wie wird, basierend auf ihrer Erfahrung, das jährliche Budget, die jährlichen Aufwendungen von diesem Zweckverband sein. 2,4 Millionen Franken haben sie geschätzt. Der Ertrag 236'000 aus verschiedenen Sachen, das kann nachher können die Kommandanten sicher nachher, wenn ihr Fragen haben dazu, was das genau ist, noch ganz genau beantworten. Ergo gibt es einen Nettoaufwand von 2,2 Millionen Franken. Das heisst jetzt, das ist quasi die laufende Rechnung, das wird am Anfang so sein, das wird man müssen eben neu aktuell, ja, glaube bei allen steigenden Spezialfinanzierungen Feuerwehr belasten, wie man das bisher gemacht hat. Und so, wie ich es gehört habe, ist das alles zusammen in allen drei Gemeinden problemlos verkraftbar, basierend auf dem Saldo von den aktuellen Spezialfinanzierungen. Wenn wir vielleicht noch schauen, wie es so vom Personal und von der Leitung her aussieht, von dem Zweckverband, also nicht jetzt vom Überkopf, vom Wasserkopf, in Anführungszeichen, vom Zweckverband, sondern von denen, die wirklich arbeiten, von denen, die die Sicherheit gewährleisten, von den Feuerwehrlern. Dann haben wir ein Kommando. Wir haben drei Kompanien. Also die werden ja in etwa dem entsprechen, was wir heute haben. Buchs, Seewelle, Wartau. Und nachher sieht man da den Unterschied. Heute hat jede von diesen drei Gemeinden logischerweise einen Kommandant und einen StV. Neu wird dann noch ein Kommandant, eine Kommandantin sein und drei StV. Also in dem Sinn haben wir da eine leichte Verschlankung von der Organisation. Wo aber finanziell eben nicht so wahnsinniges Gewicht fällt, weil sie wissen ja alle, außer Buchs, wo jetzt schon einen fest angestellten Vollzeitfeuerwehrkommandant hat, sind wir ja da in Seewelen und Wartau noch in einem Milizsystem. Und ich glaube, eines der ganz wichtigen Ziele ist ja, dass wir insgesamt mit dieser neuen Struktur, die wir hier geschaffen haben oder hoffentlich dürfen schaffen, dass wir ein sehr gutes, bewährtes Milizsystem weiterhin führen können. Also es ist eine Professionalisierung vielleicht auf dieser Stufe, aber der grosse Teil der Feuerwehr kann dank dem kleinen Teil Professionalisierung im Milizsystem langfristig eigentlich gut weiter schaffen und unsere Sicherheit gewährleisten. Macht es Sinn? Der Zusammenschluss von Feuerwehren ist ja häufig sehr ein emotionales Thema. Ich mag mich da erinnern, gerade im Rintal sind da vor ein paar Jahren, als ich dort noch als Journalist tätig war, sehr heisse Diskussionen gewesen. Dort ist es von politischer Seite angestoßen worden. Bei Ihnen
kommt es jetzt von der Feuerwehrseite her, der Zimmerschluss? Weisst du denn an dem Zimmerschluss so eine gute Sache, dass sie da im Werdenberg jetzt überzogen sind, dass das Richtige ist? Wir haben sicher, wie ich am Anfang gesagt habe, lange Zeit, also wir sind seit dem 17. dran und haben die Punkte ganz genau angeschaut. Und wir sind nicht von Anfang an gerade auf dem Zweckverband gewesen, sondern wir haben uns das gründlich überlegt. Aber die Synergien, die wir nutzen können, haben wir durch einen Zweckverband viel grösser, wie wir vorher auf dieser Tabelle gesehen haben. Haben wir jetzt 3 Kommandanten und 3-mal muss man einen Jahresplan machen, 3-mal müssen wir ein Budget machen. Das ist nur ein Teil, wo man die Synergien nutzen kann. Und so ist das ein Teil von diesen Punkten. Beatine, hat man da von politischer Seite bewusst gewartet, bis der Anstoß vielleicht von der Feuerwehr direkt kommt? Oder hat man da noch nicht grossen Handlungsbedarf gesehen? Ich glaube, wie so ein Projekt ist es sehr entscheidend. Und da bin ich jetzt aufgrund von der langjährigen Erfahrung zutiefst überzeugt. Wenn die Politik den Anstoß gegeben hätte oder gesagt hätte, jetzt müssen wir und jetzt tun wir, dann nachher bin ich überzeugt, wäre so eine Zusammenarbeit, so ein Zusammenschluss, egal wie er nachher rausgekommen wäre, zum Scheitern verurteilt gewesen. Und darum bin ich natürlich auch sehr erfreut gewesen und ich bin überzeugt gewesen, dass es gut rauskommt, wo die Feuerwehrkommandanten auf die Feuerschutzkommission, es ist einleitend von Marcel Senn erläutert worden, sie haben die Initiativen ergriffen, also die Verantwortlichen haben gesagt, wir haben einen Veränderungsbedarf oder wir haben neue, künftige Herausforderungen, müssen wir vielleicht ein bisschen anders können lösen und so ist das von unten nach oben gewachsen. Und darum bin ich auch überzeugt, können wir heute hier stehen und eben die 3 Gemeinden miteinander ein Zukunftsprojekt vorstellen. Wir haben es vorhin an den Zahlen gesehen, sozusagen eine grosse Feuerwehr, 2 kleinere Feuerwehren. Die Fragestellung von vorhin ist wieder gut in die Richtung gegangen. Roland Ledergerber, so als kleiner Partner geht man da nicht unter? Nein, das Eindruck habe ich nicht, das erwarte ich auch nicht. Ich meine, das ist ein Zweckverband, wo jede Gemeinde sich einbringen kann. Wir haben Delegierte, die sich einbringen können. Und die Erfahrung zeigt einfach, dass wir in diesen Zweckverbänden, wo wir zusammen arbeiten und zusammen wirken, ist es immer so, dass man in der Regel einstimmige Entscheidungen anbringt. Ich habe noch nie erlebt, dass man irgendwo einen Stich entscheidet. Ich bin jetzt 10 Jahre Gemeindepräsident. Ich habe noch nie erlebt, dass man irgendwo in einem Zweckverband einen Stichentscheid von einem Präsidenten haben müssen. Daniel Gut, Sie sind dafür, dass Sie nachher einfach über Wachtau und Zeewel auch noch ein bisschen bestimmen können, provokativ gefragt. Oh, ich weiss nicht, ob mich das glücklich machen würde. Also ich erwarte nicht, dass mich das wahnsinnig glücklich machen würde. Wäre jetzt auch immer im Wartau nachher Gemeindepräsidium innehabt. Nein, also... Ich bin immer noch da. Ich habe gesagt, nachher, Beat. Ich bin optimistisch für dich. Also ich glaube, hier oben geht es nicht um den zweiten Wahlgang der Regierungsratswahl. So ist es, ja. Nein, also das ist natürlich überhaupt nicht die Idee, irgendwo da zu dominieren. Es ist wirklich, glaube ich, einfach eine sinnvolle Übungsanlage. Also ich kann nur wiederholen, was der Beat Dinner gesagt hat. Wir haben nicht irgendwie den Eindruck gehabt, wir hätten jetzt einen massiven Handlungsbedarf von der politischen Seite her im Bereich Feuerwehr und sind darum eigentlich positiv überrascht gewesen, dass das, wie man so schön sagt, bottom-up kommt, oder? Und bottom-up ist immer gut. Und Feuerwehr, wissen wir auch alle, sind immer. Also wenn man der Feuerwehr einfach so irgendwie etwas vorschreiben will, das kommt meistens nicht so gut für Politik. Der Beat Hinner ist sich bereits ein bisschen gewöhnt. Der Podium hat sich schon gemeldet, er will noch etwas dazu sagen. Ja, ich glaube, es ist noch ganz etwas Entscheidendes, wo wir ohne Mühen heute vielleicht aufzeigen. Wir haben jetzt über die Organisationsstrukturen, über Anzahl Stimmrecht diskutiert, aber es gibt auch eine finanzielle Kompetenz. Und ich glaube, gerade bei grösseren Anschaffungen, es ist heute mal angesprochen worden, sei das in Geräten oder in Fahrzeugen, oder sei das jetzt zum Beispiel vielleicht dann noch später mal allenfalls ein künftiges Feuerwehrdepot,
dort sind dann wiederum Kompetenzen zuständig oder müssen angewendet werden von den einzelnen Gemeinden. Und dort kann natürlich dann auch eine kleinere Gemeinde sehr wohl vielleicht auch einen Einfluss nehmen, indem man natürlich sich muss bewusst sein, so eine Anschaffung oder eine größere Investition bedarf dann auch nochmal wieder einzelfallweise Zustimmung von den einzelnen von der einzelnen Behörde und dann aber auch von der zuständigen Bürgerschaft. Und so, glaube ich, hat man einen guten Ausgleich auch von den unterschiedlichen, ich sage jetzt, Mehrheitsverhältnis. Also ich fühle mich im Übrigen absolut wohl in so einer Konstellation. auch wenn es da Wartau mit Zefalen zusammen noch ein bisschen leicht in einer Minderheit ist. Ich glaube, wir können auch immer wieder aufzeigen, aha, wenn es ums Süverdeppen geht, können auch die Wartauer am Schluss, weil sie müssen indirekt über den Verteilschlüssel mitfinanzieren, können wir doch dort auch mitschwätzen. Und ich glaube, das ist eine Konstellation, die automatisch dazu führt, dass die einzelnen Verantwortungsträger in diesen Gremien, sei das Delegierte, sei das Verwaltungsrat, eben sehr vernunftsgemäße Entscheidungen zusammen natürlich auch mit den Kommandanten, Stellvertretern und mit den Angehörigen von der Feuerwehr vorbereitend. Feuerwehrdepot, das Stichwort, darf ich noch etwas ergänzen? Selbstverständlich. Also, das ist ein wichtiger Punkt, den Beat Diener eingebracht hat. Ich möchte einfach nur sagen, wo die Kompetenzen konkret liegen. Oder? Die sind jetzt nicht unermesslich hoch. Bei den neuen Ausgaben ist bei einer einmaligen neuen Ausgabe, eben jetzt Hubretter zum Beispiel, gut, wird jetzt dann alles anders, aber wenn man über eine Million Franken, das hat den Hubretter eigentlich gekostet, wenn wir über 1 Million Franken haben, dann müssen alle 3 Gemeinden Ja sagen dazu. Und wenn eine von diesen 3 Gemeinden Nein sagt und die anderen 2 Ja, dann verliert das Geschäft. Also in dem Sinne haben wir wirklich dort dann eigentlich, glaube ich, schon an Mechanismen drin. Bei jährlich wiederkehrenden neuen Ausgaben ist es bei 200'000 Franken, wo alle 3 Gemeinderäte müssen Ja sagen dazu. Also von dem her, wir haben dort, glaube ich, eine grosse Sicherheit eingebaut. Jetzt wird ja mal zum Achsen Sinn noch wieder kommen. Eben die Feuerwehren, die 3 haben ja schon relativ enge Zusammenarbeit, hätte denn das nicht gelangt? Gelangt. Es ist, zuerst müssen wir auch noch wachsen und wir müssen ja gleich noch, wenn wir jetzt so den Ausbildungszug zusammen machen, zum Beispiel, oder alle Spezialisten Zeug zusammen haben, wir haben genau gleich noch die Kommandos, also der Aufwand im Hintergrund haben wir genau gleich 3-mal. Ob wir jetzt da das nutzen, dass wir jetzt den Ausbildungszug, den wir seit 3 Jahren machen, also das ist das 3. Jahr, wo wir starten, im Hintergrund läuft es genau gleich noch. Also die 3 Kommandos müssen gleich noch geführt werden. Ohne jetzt noch, das ist sicher ein Vorteil, wo man etwas abgeben kann, aber der Aufwand im Hintergrund ist noch genau gleich gross. Das Administrative gehört man auch immer wieder, wo man so in dem Sinne ein bisschen zentralisieren könnte. Wie hat sich denn das in den letzten Jahren auch verändert? Ja, man muss natürlich viel mehr auch anblicken, schauen. Also wir haben viele Fälle, jetzt gerade aktuell wieder einen Fall, wo man nach vor 2 Jahren muss wieder alle Daten muss wieder liefern an einer Versicherung. Das ist, hat sich sicher in den letzten Jahren immens angehäuft. Auch im Material. Früher hat man ein Rettungsseil, die früher in der Feuerwehr waren, hat man ein Rettungsseil genommen und nach der Übung hat man das wieder da in der Solothurnerbindung zusammengemacht und hat das wieder ins Fahrzeug getan. Das geht heutzutage geht das nicht mehr. Das muss geprüft werden, das muss abgelehnt sein, dass wenn einmal etwas uns passiert, dass wir noch sagen können, wir haben das geprüft, wir sind auf der sicheren Seite gewesen. Und das ist eine Veränderung, die sich in den letzten Jahren gezeigt hat. Rekrutierung von neuen Feuerwehrangehörigen, wie ist das momentan in der Region Werdenberg Süd, sage ich jetzt einmal, hat man da noch genug Leute, die mitschaffen? Wir finden Leute, das ist ja so. Wir haben jedes Jahr eine staatliche Anzahl, die kommen. Der Aufwand wird aber dort natürlich sicher grösser. Und das ist auch wieder ein Grund, wo man natürlich zusammen das viel besser lösen kann. Da haben wir zwar jetzt mit dem Werdenberger Feuerwehrverband mit allen 6 Gemeinden eine gute Gruppe und gute Lösungen geschaffen. Gleich muss aber dann nachher jeder Einzelne muss ja dann gleich zu seinen Feuerwehren schauen.
Und in der heutigen Zeit ist es halt so, dass die Leute schneller wieder etwas Neues machen. Und durch das braucht es natürlich auch einen grösseren Rekrutierungsaufwand, dass wir die Leute wieder haben. Weil vielleicht die Verweildauer, wie wir früher hatten, wo da ein Feuerwehrler 35 Jahre dabei war, vielleicht jetzt dann immer wie weniger wird, da ist vielleicht dann 10 Jahre dabei. Und so muss man schneller wieder rekrutieren. Aber wir sind jetzt noch auf einem guten Stand in der Rekrutierung. Roland Ledergerber, wir haben es gesehen, jetzt die Feuerwehr Seewelen in dem Sinn bringt nicht gleich viel ein wie die anderen. Hat man da gewartet mit Investitionen, dass man jetzt da nicht so viel Sachwert hat? Oder wie sieht das aus? Es gibt eigentlich eine einfache Aussage dazu. Und das ist genau das, was du angetönt hast. Wir haben bewusst Investitionen zurückgehalten. Wir haben im 14. und im 15. die letzten Fahrzeuge beschafft und seither keine mehr. Wir hätten ein Rüstfahrzeug nötig. Das haben wir jetzt bewusst nicht gekauft. Das würde 350'000 Franken kosten. Und da profitieren wir jetzt bei einer Fusion an und für sich vom bestehenden Fahrzeugpark, wo Buchs eben zum grössten Teil mitbringt. Es gibt noch eine kompliziertere Erklärung mit der Ersatzabgabe und mit der Abschreibung. Aber ich glaube, das schenken wir uns da bei dieser Gelegenheit. Jetzt haben wir ja einen Haufen positiv schon gehört, wenn die drei Feuerwehren Zimmer gehen. Aber alles hat auch noch negative Seiten. Vielleicht die Frage an die Politik. Hat man da auch gewisse Gefahren gesehen oder Sachen, die man findet, könnte nachher nicht mehr so gut sein? Also ich eigentlich persönlich nicht, weil ich glaube, Feuerwehren sind in sich sehr gefestigte Organisationen. Müssen sie sein, dass sie ihre Aufgabe erfüllen können. Und weil ja eben von diesen drei Feuerwehren der Input selber gekommen ist oder der Anstoß, glaube ich auch, dass wir bei diesen Feuerwehrkommandos mit all denen, die mitgearbeitet haben, dort, eigentlich die ganze Übungsanlage so gemacht hat, dass man eben auch potenzielle Risiken können ausschalten im Prozess für den Weg jetzt zum Zweckverband und nachher in der Umsetzung, wenn dann der Zweckverband funktionieren soll. Also ich habe da grosses Vertrauen eigentlich in die Leute, die daran gearbeitet haben. Willst du noch etwas ergänzen? Ja. Ich kann mich dem natürlich anschliessen, was der Dani gesagt hat, aber was für mich noch sehr beeindruckend eigentlich war, ist, man hat im ganzen Werdegang jetzt in diesen 3 Jahren, wo man am Arbeiten ist, eigentlich nie festgestellt, welcher, der etwas sagt, ist von welchem Ort. Also das ist völlig irrelevant gewesen, ob es der Simon etwas gemacht hat oder unseren Hegi oder du, Marcel. Es ist eigentlich schon ein Team jetzt. In der ganzen Entstehungsgeschichte von dem Zweckverband hat ein Team geschafft, wo die lokale Zugehörigkeit überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ja, ich habe mir natürlich ganz am Anfang, wo wir mal über die MIGIF geredet haben, habe ich noch gedacht, ja, wie kann ich denn das den Leuten erklären, dass jetzt zum Beispiel die Wartdauer noch etwa 250'000 Franken sozusagen auf die Bug schicken müssen. Und ich glaube, es ist sehr gut aufgezeigt worden. Und ich glaube, das kann man nicht so erklären, dass man natürlich mit dem Zusammenschluss und eben Infrastruktur an Gerätschaften, an Fahrzeugen sozusagen mit in die Tehe überkommen. Und ich glaube, das darf uns den Betrag auch wert sein. Und so habe ich eigentlich auch wieder aufzeigen, dass man vielleicht auch Risiken, die man am Anfang gesehen hat, auf das Mal eigentlich hat müssen sagen, ja, das ist eigentlich nicht ein Risiko oder ein Nachteil, sondern es ist ein Vorteil. Bertine, eine Anschlussfrage. Wieso ist aus Ihrer Sicht der Zweckverband das Richtige? Sind Sie da vertieft drin gewesen oder hat alles die Projektgruppe gemacht? Nein, da hat natürlich die politisch Verantwortlichen da auch mitgearbeitet und es hat natürlich eben verschiedenste Formen gegeben. Also im Privatrecht hat man sich mal ganz kurz bewegt, aber das tut man dann gescheiter im öffentlichen Bereich wieder ein bisschen auf die Seite legen. Und nachher hätten wir eigentlich noch eine Leitgemeindestruktur gehabt. Aber auch da wäre dann vermutlich so der emotionale Teil, dann hätten wir vermutlich Buchs tatsächlich ein bisschen wacker viel zu sagen gehabt. Und dann bleibt am Schluss eigentlich der klassische Zweckverband übrig, wo man aber, und ich glaube, das ist wirklich ein wesentlicher Vorteil, wo das Gemeindegesetz zulässt, dass man eben die Zweckverbände auch ausgestalten kann. Man kann auf die Bedürfnisse der Gemeinden eingehen. Ich glaube, wir haben in Werdenberg all die Zweckverbände, die es gibt, sind nicht alle genau gleich
strukturiert oder austariert. Also man nimmt dann eben Rücksicht jetzt hier sozusagen auf die Feuerwehr. Ich glaube, das war gut gewesen. Und ich bin überzeugt, dass wir gut begleitet sind durch den ehemaligen Vizestaatssekretär von Kanton St. Gallen, Dr. Markus Bucheli, der da sehr grosse Erfahrungen aus der Rechtsetzung im ganzen Kanton hat können einbringen. Und da sind wir, glaube ich, wirklich sehr gut gefahren. Wir haben auch den Austausch gepflegt, einerseits eben auf der Ebene von den operativen Tätigen, dann aber auch die politisch Verantwortlichen. Wir haben uns sogar einmal im Rathaus Flums, bevor wir uns mit der Regierung getroffen haben, haben wir uns einmal noch austauscht. Und ich glaube, das sind wertvolle Teilschritte gewesen. Und das hat mich auch immer wieder an diesem Projekt wirklich sehr positiv beeindruckt, dass man in kleinen Teilschritten geschafft hat. Man hat sich ein Ziel gesetzt, auf das hingeschafft und nachher wieder können etwas abschliessen und hätte so immer wieder können, auch Leute, die in der Feuerwehr tätig sind, aber ich glaube auch die Bevölkerung können mitnehmen. Also das habe ich als sehr positiven Aspekt mitgenommen. Daniel Gut? Ja, ich möchte einfach noch den, wie soll ich dem sagen, demokratiepolitischen Aspekt noch kurz antönen, oder? Wenn man etwas quasi aus der direkten Verantwortung von der Bürgerschaft oder von der Gemeinderäte rausnimmt und in einen Zweckverband tut, dann gibt es natürlich Stimmen, die sagen, da ist nicht mehr die gleiche Mitsprache von der Bevölkerung dabei. Ich habe vorher schon, oder Beat hat es angetönt und ich habe Zahlen genannt. Wir haben weiterhin eine Mitsprache von der Gemeinderäte bei höheren Beträgen im Budget. Wir haben aber auf der anderen Seite auch beim Verwaltungsrat ist das System so, dass wir wirklich vier Personen aus den Gemeinderäten haben. Und selbst sind ja dann wiederum vom Volk gewählte Personen bei uns zum Glück. Also im Verwaltungsrat ist eigentlich das gewährleistet. Und bei den Delegierten, die direkt gewählt werden von den Gemeinderäten, dort ist der Gemeinde eigentlich überlassen, ob sie jetzt Gemeinderatsmitglieder oder vielleicht auch andere Leute, die irgendwie durch ihre fachliche Kompetenz vielleicht etwas an der Delegiertenversammlung können bringen können, delegieren. Aber beim Verwaltungsrat sind Gemeinderäte dabei und bei der Delegiertenversammlung sind mindestens zwei Gemeinde- oder Stadträte auch dabei. Spielen wir den Ball noch zurück rasch zum Beat Tinne, bevor ich die nächste Frage stelle. Ja, ich glaube, wir waren noch gut eingebettet in den kantonalen Erlass vom neuen Feuerschutzgesetz. Das Feuerschutzgesetz geht ja eigentlich eben noch ein bisschen Richtung Professionalisierung und auch die Zusammenarbeitsformen sollen dort können gestärkt werden. Und darum, glaube ich, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt gewesen. Wir können äussere Arbeiter auch zwischendurch fast ein bisschen mit dem kantonalen Gesetzgeber spiegeln. Und ich glaube, dort haben wir noch etwas Wesentliches erreicht aus unserer Region. Wir haben immerhin eine Übergangsbestimmung in das Gesetz hineingebracht, wo noch Neubauten von Feuerwehrdepot da kommen während einer Übergangsfrist von 5 Jahren weiterhin mit Beiträgen aus der GVA können rechnen. Und darum sind natürlich auch die Überlegungen weiter vorantrieben werden, um eben ein Feuerwehrdepot hier im Raum Seefeld also zu planen, anzudenken. Und wenn wir dann das parat haben, dann fließt wenigstens ohne Geld zum Feuerwehrdepot komme ich nachher noch. Ich will zuerst noch kurz ein anderes Thema in die Runde werfen. Der Prozess ist jetzt doch schon seit bald 3 Jahren am Laufen. Wie sind denn so die Reaktionen aus der Bevölkerung raus gewesen? Sind da überhaupt Reaktionen gekommen? Sind da Ängste um oder überhaupt nicht? Vertraut man da? Die Frage vielleicht gerade alle, wer will anfangen? Oder vielleicht auch aus der Mannschaft raus? Wie sieht jetzt die Mannschaft? Also Mannschaft ist ganz klar, wir haben ein Feuerwehrherz, wir sind irgendwo aufgewachsen in der Feuerwehr und das soll auch dort bleiben. Aber das sollte ja nicht dann dazu führen, dass man die Sache, die man jetzt will, das sollte man nicht vermischen. Wir haben sicher auch kritische und gute Fragen aus der Mannschaft gehabt, die uns auch weitergebracht haben, die gesagt haben, du, wie ist das denn dort, wo wir vielleicht im Projektteam gerne daran gedacht haben, weil wir vielleicht andersweitig studiert haben. Und da sind wir sehr froh gewesen, dass dort aus der Mannschaft aus, und das zeigt es glaube ich auch, es ist da eine sehr grosse Anzahl von der Mannschaft da. Und das freut mich. Und
eben das Herz, das soll dort bleiben. Sevel hat jetzt gerade aktuell, letzten Samstag, einen Feuerwehrverein gegründet, dass das Feuerwehrherz auch dort bleiben soll. Aber das darf man nicht vermischen mit dem, es geht um die Sache, um die Feuerwehr. Und dort haben wir Kaya, wie es in anderen Teilen von der Schweiz gegeben hat, dass alle Pager dann hergelegt haben und aufs Rathaus gebracht haben und gesagt haben, es ist fertig, sondern es sind kritische Fragen, aber es sind nicht eine Gegenstimme jetzt aus einer grossen Mehrheit. Wie sieht es in der Politik aus? Hat man da extra drei Jahre abgewartet, wo man weiss, der Roland Ledergerber muss im Herbst nicht mehr antreten zu den Wahlen, der Beat Hinnehoff-Duas also im Herbst nicht mehr muss antreten zu den Wahlen? Wie sieht es? Ich will noch mal antreten. Aber nein, ich hatte ein spezielles Erlebnis noch. Also neben dem, dass ab und zu immer Bürgerinnen und Bürger auch mal gefragt haben, aber ich muss ehrlich sagen, nicht wahnsinnig viel. Also ich konnte jetzt wegen dem tipptopp schlafen, wegen anderen Sachen weniger gut. Aber eine ganz interessante Gesprächsrunde habe ich dürfen haben, ich glaube gerade nach der Weihnacht, wo ich mit der Personalchefin in den Werkhof gehe und das 9 essen mit den Kollegen dort. Und dort war also eine ganz intensive Diskussion eigentlich. Relativ nach kurzer Zeit ist man plötzlich gerade auf die Feuerwehr gekommen. Der eine oder andere ist in der Feuerwehr dabei. Wir haben Leute aus dem Wartau, aus Sevelen und Bugs, die bei uns im Werkhof arbeiten. Das war eine spannende Diskussion. Ist dort irgendwie einfach aufgegangen. Es ist gleich noch relativ kompliziert, weil die Leute haben es im Wesentlichen so ein vom Hörensagen noch gewusst. Das Gutachten war ja noch nicht irgendwie in der Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt. Aber es hat mir gedacht, man ist zwar ein bisschen kritisch, aber gleich irgendwie hat man auch gewisse Vorteile gesehen. Und jetzt glaube ich, der Prozess nachher in den Köpfen von den Leuten, die noch ein bisschen kritisch sind, wird dann halt einfach ein Abwägen von den Vor- und Nachteilen sein, oder? Wenn es dann die genaueren Fakten jetzt noch vielleicht heute das eine oder andere gehört haben und nachher noch nachlesen können. Aber mich hat es dort spannend gedacht, in dieser Diskussion mit den Werkhof-Mitarbeitern. Ja. Wie sieht es in den anderen beiden Gemeinden aus? Sind Sie von der Bevölkerung viel angesprochen worden? Also bei uns ist es in dem Sinn ruhig geblieben. Ich hatte praktisch nie irgendein Thema über Feuerwehr und ich führe das einfach dort zurück. Das Vertrauen in die Feuerwehr ist gross. Das Vertrauen ist auch gross in die Feuerschutzkommission, die Leute machen gute Arbeit und die Feuerwehr funktioniert einfach. Und wenn die jetzt das Gefühl haben, und vor allem die Feuerwehrleute selber, wenn die das Gefühl haben, wir müssen da vielleicht eben etwas anderes organisieren, dann geht man davon aus, dass die das gut machen. Denn die machen das mit Herz und mit Liebe und Seele, die sind dabei. Also ich glaube nicht, dass das überhaupt eine grosse Diskussion wird geben. Wartau, wie sieht es dort aus? Ja, da gibt es immer zwei Gradmesser. Das eine sind die Leserbriefspalten zu bestimmten Themen und da ist die Bahnhaltestelle Trüffach-Fährhütte, gibt im Moment, glaube ich, jetzt diskutieren, als vermutlich jetzt da der Zusammenschluss bei der Feuerwehr. Gleichzeitig aber natürlich auch die Reaktion aus der Bevölkerung und das war praktisch sehr zurückhaltend bis null gewesen. Wenn jetzt die drei Gemeinden der Bürgerversammlungen zustimmen, wie geht es denn weiter konkret? Wie sieht der Zeitplan aus? Ja, wir werden dann oder wir können dann anfangen, wirklich operativ zu arbeiten, weil wir haben dann das Go. Wir sind jetzt so ein bisschen auf der Warteposition. Es sind viele Sachen schon vorbereitet, die wir aber jetzt noch nicht laufen lassen, weil es einfach die Grundlage noch nicht stimmt. Sicher werden wir sehr schnell den Verwaltungsrat, wie du schon angesprochen hast, nach der Wahl, also es ist ein vorübergehender Verwaltungsrat, zusammenstellen, wo wir dann nachher die Aufgaben, die der Verwaltungsrat hat, dann nachher können sofort mit ihm anfangen. Und dann werden wir das Jahr vorbereiten, weil das 21 wäre ja dann das Startjahr. Und das so vorbereiten, dass wir das dann gut können starten. Und wenn dann die sozusagen neue Feuerwehr startet, was verändert sich da für den Bürger spürbar?
Für einen Bürger wird nichts spürbar sein. Also wir haben gesetzliche Grundlagen, wie schnell wir dort sein, wie viel wir üben müssen. Wir müssen die Übungspläne auch am Amt für Feuerschutz einsenden. Also da wird sich der Bürger wird da nichts merken, dass jetzt hier eine andere Feuerwehr ist. Vielleicht kommt jetzt ein Wartauerzeichen weg und kommt vielleicht dann der neue Name drauf. Die Fahrzeuge bleiben aber noch gleich beschriftet. Wir können nicht sofort eine Umschriftaktion starten. Die Fahrt also, bleibt auch. Das ist ja, glaube ich, auch noch ein sehr emotionales Thema bei der Feuerwehr. Ja. Nein, das bleibt so. Hat der Bürger kein oder merkt es nicht. Die Finanzierung haben wir schon ein bisschen gesehen. Wer treibt denn das Geld ein? Geht nachher der Marcel Senn um, weil jeder Haustür das Geld abholen? Nein, es wird so sein, dass wir ja dann von dem Zweckverband aus die Kosten, die wir dann hatten, aufteilen und die nachher dann diesen drei Gemeinden verrechnen. Und die werden dann dort aus den Ersatzabgaben gezahlt. Und so können wir dann den Verband finanzieren. Gerade noch mal eine Frage an Sie gerichtet. Wir haben so eben den Wasserkopf, hat man dem vorhin gesagt, die Verwaltungsstruktur mal ein bisschen gesehen. Wer führt denn die Feuerwehr operativ? Wir haben gesehen, nur noch ein Kommandant steht, darf schon fest, wer das ist. Oder sind da jetzt alle drei in Warteposition? Haben Sie das miteinander ausgetragen? Ja, ich weiß nicht, ob ich da richtig bin oder Daniel. Ja, vielleicht ja. Gut, also, eine heikle Frage, scheinbar. Es ist ja so, dass ja die Buchs schon seit vielen Jahren ist ja der Kommandant ist eben bei uns ein Profi, der nur für die Feuerwehr arbeitet. Und in den anderen zwei Feuerwehren haben wir Profis, die das eigentlich so fast so, ja, Freizeit ist ein bisschen übertrieben, aber eigentlich sehr viel Zeit von der theoretischen Freizeit dafür aufwendet. Und also im Moment haben wir jetzt eigentlich, und das ist glaube ich auch die Meinung von den anderen zwei Kommandanten, haben wir das Gefühl, wäre sinnvoll, wenn sicher einmal in der Übergangsphase der Marcel Senn das Geschäft führen würde. Einfach weil er 100% von seiner Arbeitszeit sowieso in der Feuerwehr verbringt, für die Feuerwehr verbringt, oder 120 je nachdem, und in dem Sinn eigentlich für das wie prädestiniert ist. Bevor ich die beiden anderen Feuerwehrkommandanten dann noch führen bitte, um zu schauen, was sie da dazu meinen, wenn da das Kommando schon mal Marcel zugespielt wird, zumindest vorübergehend, möchte ich den Ball auftun und rausspielen. Ein Publikum gibt es gerade Fragen, die vier Herren da vorne bis daher. Wir reden von Werdenberg Süd. Die Frage ist jetzt, warum können wir nicht von Werdenberg reden? Wo sind die nördlichen Kameraden, Grabs, Gams, den Wald, die aus meiner Sicht auch dazugehören? Gut, jawohl. Bertine? Also das ist natürlich, wo man gestartet hat mit Überlegungen, sind auch die Feuerwehren mit einbezogen worden. Und dort war dann der politische Entscheid gewesen, dass es im Moment nicht aus ihrer Optik opportun ist. Aber wie das so bei der Bevölkerungsschutzorganisation war, haben wir ursprünglich da in der Region auch eine norden- und eine südliche Organisationseinheit gehabt. Und ich bin überzeugt, so ein Zweckverband ist schon erweiterbar. Also wenn dann nachher der Norden überzeugt ist oder das Gefühl hat, ja, vielleicht könnte man sich da auch entsprechend einbringen, dann nachher sind wir auch da, meinte ich, offen. Aber man muss zumindest halt mit denen heiraten, die dann bereit sind und nicht die dazu zwingen. Ich glaube, das wäre nicht gut gewesen, die noch nicht heiratsfähig sind. Oder noch nicht bereit zum Heiraten, besser gesagt. Heiratsfähig haben wir jetzt verschnorrt. Willig, muss man sein. Ja, ich möchte da noch zwei, drei Worte dazu sagen. Es freut mich sehr, der Kommandant von Gams ist da, der Philipp Kaiser. Das freut mich außerordentlich, dass er den Weg auch hierher gefunden hat. Und das zeigt, glaube ich, auch ein bisschen, er interessiert sich an dem. 2017 sind wir mit dieser Idee an den Werdenberger Feuerwehrverband gegangen. Dort war, sage jetzt mal, die Zeit nicht reif gewesen, für dort die Überprüfung über alle 6 Gemeinden zu machen. Ich bin aber überzeugt, in diesen 3 Jahren hat sich
viel Wasser darin ab, aber auch hat sich ganz viel tun in dem. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, wie es der Beatiner gesagt hat, dass wir in ein paar Jahren die Feuerwehr Werdenberg vielleicht können gründen. Da ist jetzt der Anfang, das ist eine Grundlage, aber das heisst nicht, dass jetzt hier der Norden jetzt da völlig dagegen ist gegen das, sondern das sind in den letzten anderthalb Jahren, wo wir ja gute Zusammenarbeit haben mit den Nachbarführern, ganz gute Inputs und auch Meinungen dazukommen. In der Zeit, wo die nächste Frage vorbereitet wird, bitte ich den Simon Stauffacher und den Christian Hagmann führen, dass man die beiden herum mal sieht. Dann können Sie denen auch noch Fragen stellen. Vielleicht wage ich gerade mal die Einstiegsfrage. Simon Stauffacher, Sie haben dort mal, wie wir gehört haben, alles angezettelt, dass man die Struktur mal überprüft. Jetzt hört man da, der Marcel Sinn ist in den Startlöchern. Bereuen Sie, dass Sie da angezettelt haben? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist schon gesagt worden, die Sache steht im Vordergrund und das war auch der Grund, warum ich das Projekt angestoßen habe. Und während der Projektzeit hat sich jetzt eigentlich auch gezeigt, dass es für mich weder persönlich, privat noch auch feuertechnisch in Frage kommt, um hier den Lead zu übernehmen. Ich tue ganz gerne im Hintergrund wirken und meine Einflüsse dann natürlich einflüssen lassen, dass die Organisation vorwärts kommt. Christian Hagmann, wie sieht das bei Ihnen aus? Ja, ich kann mich Simon so weit anschliessen. Also für uns haben wir sie am Anfang einfach einmal sein lassen. Wir haben nicht bestimmt, wer denn da der Oberkopf sein sollte. Irgendwann haben wir den Auftrag dürfen machen und für mich da auch ganz klar gewesen, dass es so stimmt, wenn wir so aufbauen und mit dem Marcel starten. Perfekt, jetzt haben Sie Zeit, um wieder Fragen zu überlegen. Weitere Fragen aus dem Publikum? Mich würde noch interessieren, wie das so im Projekt steht, das neue Feuerwehrdepot, wo das ankommt. Und vom Zeitrahmen her, wie das sollte entstehen. Gut, dann habe ich sowieso versprochen, dass wir über das Feuerwehrdepot noch reden. Macht es Sinn? Gut, wir haben gedacht, dass die Frage kommt und wir sind noch vorbereitet. Ganz wichtig, und da möchte ich einfach noch einmal betonen, die Abstimmung geht nicht um ein neues Feuerwehrdepot. Das ist einfach ganz wichtig. Und wir haben aber ein Ziel, wir wollen keine Salamitaktik an den Tag bringen und sagen, wir tun jetzt hier über den Zweckverband abstimmen und in einem Jahr kommen wir mit einem Depot von x Millionen Franken. Und darum haben wir das eine Art von Anfang an ganz offen kommuniziert. Der Stand von diesem Projekt ist so, dass wir mit dem Amt für Feuerschutz und eigene Anfahrtszeiten und Ausfahrtszeiten angeschaut haben von möglichen Standorten. Es hat dort auch, wie wir das ganze Projekt in verschiedenen Phasen haben wir das bearbeitet. Wir haben verschiedene Varianten gehabt mit den drei Standorten, wo wir jetzt sind, mit zwei Standorten zusammenlegen, mit allen drei Standorten oder vier, mit der Oberschau dürfen wir nicht vergessen, alle vier Standorte in einen Standort bringen. Wir haben gesetzliche Grundlagen, die sind 15 Minuten in 80% der Fälle müssen wir dort sein, mit 8 Mann, mit einem Einsatzmittel. Der Stand ist jetzt so, dass wir geplant haben, Raum Nikis Möbelhalle, ein Depot zu bauen. Der Beatiner hat es angesprochen, wir haben einen leichten Zeitdruck im Finanziellen. Die Übergangsfrist von 5 Jahren für die Subvention von der Gebäudeversicherung fängt am 01.01.2021 an. Bis dann sollten wir ein bewilligungsfähiges Projekt haben, das wir können, dann nachher eingeben können. Und das ist jetzt so der Stand, den wir jetzt haben. Ist aber nicht in der nächsten Zeit haben wir das jetzt mal sicher hintergeschoben. Es ist so, dass Seefeld einen massiven Handlungsbedarf hat am Depotneubau, weil sehr alt ist dort, die Sanitär ist ja nicht richtig, es passt einfach nicht mehr. Buchs, die Materialwerte sind da, die wissen, es seicht die. Die Abläufe stimmen nicht mehr. Das ist das, was ich schon gesagt habe, mit der ganzen Veränderung von den Aufgaben der Feuerwehr, mit der ganzen Schwarz-Weiß-Trennung sauber und
die dreckigen Sachen, die können wir in diesem Depot nur noch mit grossem Aufwand vollbringen. Und da möchte ich vielleicht auch noch mal schnell sagen, wir haben das einmal in einem Stadtrat-Workshop, wenn ich jetzt schnell nur für Buchs rede, haben wir das vor 3 Jahren, vor diesem Projekt hier, haben wir eine Art schon aufzeigen können, dass das Buchs ein Depot, Neubau, Sanierung, wie auch immer, das hat man dann dort geprüft, fällig ist. Also, wenn jetzt der Zweckverband nicht kommt, werden die Depots genau gleich in den nächsten Jahren kommen. Und dort werden dann die einzelnen Gemeinden das Geld versuchen abzuholen in St. Gallen. Daniel Gut, noch eine Ergänzung? Wenn ich wegen der Finanzen noch etwas darf, ergänzen darf. Also das wird ja ein Betrag sein, wo dann sowieso eigentlich eine Urnenabstimmung in allen 3 Gemeinden wird nötig sein. Und ich kann mich wiederholen, also wenn eine Gemeinde dann nicht zustimmt beim Neubau vom Depot, dann müssen wir als Verband über die Bücher und schauen, dass wir den Menschen, die Nein gestimmt haben, denen ihre Anliegen irgendwie erfüllen können, dass es 3 Ja gibt in allen 3 Gemeinden. Gut, wir müssen vielleicht noch sagen, raumplanerisch sind wir natürlich jetzt auch gut unterwegs mit dem Depot. Die den Richtplan angeschaut haben, und nicht bloß den Steinbruch gesehen dort drin. Kantonaler Richtplan 20 ist also das Areal dort hinter dem Graf ist vorgesehen, um dort eben das, irgendwann das Gebäude anzustellen, das Depot. Wenn der Richtplan bewilligt ist, geht es nachher darum, dass man dann eben das kann planen, dass man ein bewilligungsfähiges Projekt entwickelt. Und das kann man natürlich erst anfangen, wenn man wissen, der Zweckverband kommt zustande. Oder? Aber nachher müssen wir dann rassig durchmachen. Wenn wir ein bewilligungsfähiges Bauprojekt haben, dann wird gleichzeitig kann dann auch die Zonung bzw. die Umzonung kann dann passieren und dann kann man dann schlussendlich bauen. Weitere Fragen zum Depot oder allgemein zur Abstimmung? Nochmal einfach Klammerbemerkung, Depot ist nicht im Vordergrund, sprich, ist nicht in dieser Abstimmung inkludiert. Keine Fragen mehr? Also ich habe schon noch eine Frage. Wenn eine von diesen Gemeinden nicht mitmacht, wie geht es denn weiter an der Bürgerversammlung, wenn eine Nein sagt? Dann verliert das Projekt so, wie sie jetzt vorliegt. Und die 2 verbleibenden Gemeinden überlegen sich vielleicht, ob sie als Duo weiterfahren wollen. Dann fahre ich die Zukunft Buchse durch See oder durch. Ob man gerade Werdenberg will gründen. Also da geht man eigentlich zurück, nicht ganz auf Feld 1. Weil ich glaube, es ist aufgezeigt worden, Zweckverband ist eine sinnvolle Rechtsform. Aber dann geht es noch mal irgendwo ziemlich weit vorne los, ist meine Vermutung. Aber ich bin optimistisch, dass sie angibt. Sonst noch etwas, sonst käme ich langsam, aber sicher schon zu der Schlussrunde. Wenn keine Fragen mehr sind aus dem Publikum, möchte ich gerne von allen Podiumsteilnehmenden noch kurz wissen, wie man den Bürgerversammlung soll abstimmen und wieso? Jetzt wäre es völlig grosse Überraschungen gegeben. Wieso soll man da Ja sagen? In einem Satz einfach ein Werbespot noch. Die Feuerwehr schaut es als absolut sinnvoll an in allen 3 Gemeinden. Und wenn sie direkt Betroffenen für sinnvoll findet, dann macht es auch für die Bürgerschaft Sinn. Darum Ja. Wenn wir die Einsatzbereitschaft einfach in Zukunft auch sicherstellen wollen, so wie sie notwendig ist, dann können wir nicht darum herum, organisatorische Massnahmen ergreifen. Und aus unserer Sicht ist genau der Zusammenschluss von diesen 3 Feuerwehren die richtige Lösung. Es ist ein Projekt von der Zukunft, es ist tragfähig, es ist von der Basis aus erarbeitet worden und das ist gut so und darum bin ich überzeugt, dass das so durchgeht. Mit Basis auch noch etwas sagen? Ja, es ist eine zeitgemäße Organisation, wo wir nicht nur für uns, ob jetzt das von uns 3 Kommandanten oder jeder Projektgruppe etwas machen wollen, wo wir es dann können in 10 Jahren sagen oder in 20 Jahren, das haben die gemacht, sondern wir machen das für die Generation nach uns. Simon Stauffacher? Ja, die Feuerwehr Wartau ist schon ein Zusammenschluss. Der hat ein wenig früher stattgefunden. Man hat aus den verschiedenen Dorflöschzeugen eine Feuerwehr gemacht.
Und ich meine, man hat dort schon gesehen, dass es funktioniert und dass man zusammen mehr erreichen kann. Und jetzt werden wir halt noch ein bisschen überregionaler und nehmen die Ideen der Nachbarn aus Seeflen und Buchs auch noch mit und werden noch kreativer und noch schlagkräftiger. Christian Hagmann. Auch für mich war ziemlich schnell klar, dass es der richtige Weg ist, jetzt und vor allem für die Zukunft, für unsere Nachfolger. Darum, ja. Ja. Wunderbar, herzlichen Dank. Ich hoffe, wir haben Ihnen heute Abend doch ein paar Überlegungen hinter dem geplanten Zusammenschluss von diesen drei Feuerwehren können aufzeigen. Damit sind wir am Schluss des heutigen Abends. In dem Sinn danke ich Ihnen fürs Interesse, auch fürs Kommen und das Bleiben bis zum Schluss. Bleiben Sie vor allem gesund und kommen Sie gut heim. Herzlichen Dank.